Sie machen jetzt Pause. Herr da Silva. Nuno. Ein Spind und Arbeitskleidung. Und du kommst gleich nochmal in mein Büro, okay? Ja, der ist frei. Nuno. Ist das Spanisch? Portugiesisch. Und wo? Also von wo kommst du? Aus Faro. Eu já te disse que não vou voltar para Portugal. Por quê? Hã? Porque tenho imensos problemas, pá. Opa, o que é que tu queres que eu faça? Hã? Opa, mãe, eu sou farto dessa merda. E vai-te carar com o pai, pá. Foda-se. Estúpida. Puta, puta. Kann ich eine? Hm? Zigarette. Ach so. Die sind gut. Die kommen aus Portugal. Ich verkaufe die. Warte mal. Da ist die Ohrenstange. Hm? Was meinst du? Ja. Alles klar. Viel Spaß noch. Haben wir eigentlich irgendwo noch einen vierten passenden Teller? Wieso vier? Vicky kommt morgen. Oh, Papa. Soll ich nicht lieber? Nein. Was? Aus. Verdammtes Stromnetz. Haben wir irgendwo noch Zucker? Ah ja. Und Papa hat immer die Putzfrauen vergrault? Jetzt hat mich betrogen. Gibt's auch noch Mandelsplitter? Nein. Zeit, dass Vicky hier einzieht. Was? Hat sie eigentlich schon früher rein? Sie zieht hier nicht ein. Wir heiraten. Wieso? Wir kriegen ein Kind.
Was ist damit? Das ist doch schon Jahre her. Außerdem, es ändert sich doch nichts. Es ändert sich nichts, wenn Vicky hier einzieht. Du könntest wirklich mein Bruder sein. Bin ich aber nicht. Dann könntest du aber sein. Solange du dich nicht ausziehst. Warum bemühst du dich nicht ein bisschen? Du findest bestimmt jemanden. Ich habe ja schon einen Freund. Naja. Kannst dich ja mitbringen morgen. Ich wollte nicht. Weil du sonst nicht glaube. Schätzung, gib mir was ab. Ich muss mal. Komm schon. Oh, Jenny, hör auf! Fuck! Hast du deinen Ausweis gefälscht? Das sieht man voll. Egal, ich zeig eh keinen Ausweis. Sehe ich aus wie 14? Scheiße. Ich will tanzen, trinken, knutschen. Nicht hier so blöd rumsitzen. Ich stelle mich auf die Straße. Jenny, es ist scheiß dunkel. Zur Sputnikhalle. Ja, da fahre ich vorbei. Na dann. Ich habe einen Sportwagen. Wo fährst du denn hin? Vielleicht doch lieber ins Krankenhaus. War nicht schlimm. Echt nicht. Sollte nur dramatisch aussehen. Sie will Schauspielerin werden. Mama Faro. Kein Wort. Das ist auch nicht wichtig. Was ist Spanisch? Nee, Portugiesisch. Bist du aus Portugal? Ja. Aus Faro. Stopp! Da musst du noch hin.
Zum letzten Abend im Auto verbringen? Frisch, Patsy! Sonst bist du auch immer rein. Malte kann es hinten reinlassen. Arbeitet er heute an der Bahn? Du musst uns einen Gefallen tun. Lass mich was überfahren. Jetzt also doch. Was soll ich machen? Kletten. Du bist einfach abgehauen. Ich fühle mich alleine. Ich geh mal nach dir schauen. Vielleicht ist dir schlecht. Ewig. Das tun wir jetzt auch. Komm, Jungs. Du bist noch da. Soll ich gehen? Nein. Gefällt dir hier?
Ja. Und ihr? Hört das voll gut. Bianca ist verschwunden. Willst du mir suchen? Ja. Spiegel. Darf ich dich fahren? Bernd, es gibt Ärger. Wer ist Bernd? Biancas großer Bruder. Das ist ja krass, ich fass es nicht. Das ist meine Schwester, sie ist doch minderjährig, du Freak. Hey, was mit Jenny, hä? Die ist auch minderjährig. Bianca! Sie? Lass sie schlafen. Wo die wohl alle hinwollen? Nach Portugal? Ich muss dir was sagen. Ich dir auch. Bernd ist nicht nur Biancas Bruder. Er ist auch mein Freund. Macht nichts. Ehrlich. Ich möchte nur hier neben dir sitzen. So was hier geht mit Bernd nicht. Er hat bestimmt andere Qualitäten. Er redet viel über sich und seine Ideen. Wenn die Ideen gut sind? Sind sie nicht. Warum ist er dann... Keine Ahnung. Sieht man in Portugal dieselben Sterne wie hier? Jenny? Ich bin hier.
Schau, Miguel. Danke. Das heimbringt sehr gern. Jenny? Was hast du vergessen? Was machst du denn da drin? Hast du was angestellt? Hm? Ich war unterwegs. Und dann habe ich fast jemanden überfahren. Das ist ein Unfall? Was ist passiert? Nichts. Wir waren in einer Disco. Das war wunderschön, nur. Du hast wirklich jemanden kennengelernt. Wie heißt er denn? Erzähl doch mal. Er ist Portugiese. Na, wie heißt er denn? Miguel. Miguel. Du kannst ihn ja heute Abend mitbringen. Bringst du mit? Mama Faro hat angerufen. Deine Mutter? Ich bin ziemlich sauer. Bist du ein richtiger Portugiese? Wieso? Klar. Gibt's noch falsche? In Faro geboren? Ja. Warum sprichst du so gut Deutsch? Ja, weil ich auf einer deutschen Schule war. Mit deiner Familie sprichst du aber schon Portugiesisch, oder? Ja. Sag mal was. Adeus. Was willst du von mir? Ich will ein Geschäft mit dir machen. Ich gebe dir 20 Euro die Stunde. Okay. Und was muss ich machen? Du spielst heute Abend mein Freund. Dein Freund? Das meinst du ernst? Ja. Okay. Für 40 mache ich's. 30. 35.
Und wie heiße ich? Miguel. Ich bin so ein richtiger Portugiese. Ja. Hm, gut. Mel. Siehst gut aus. Wollen wir rausgehen? Dein Vater wartet. Was mit deinem Freund? Ich bin schön spät dran. Die Südländer sind nicht so pünktlich wie wir Norddeutschen. Miguel kommt. Er hat's versprochen. Für dich. Ich esse kein Fleisch, Papa. Heute machst du meine Ausnahme. Nein. Siehst du? Nein. Wo bleibt denn eigentlich dein Freund? Ist noch nicht da. Da bin ich wohl richtig. Ich habe geklingelt, aber es hat wohl keiner gehört oder du bist kaputt oder so. Hey, na, willst du mich nicht vorstellen? Ja, das ist Miguel. Ja. Mein Vater, Vicky. Anna, das ist mein Bruder, Jude. Und das ist Vicky, seine Freundin. Bier? Oh ja, gerne. Schön habt das hier. Ja, für die Deko kann ich nichts. Das war ich. Ja. Doch schön. Da werde ich so romantisch. Kannte die euch eigentlich schon, bevor Mel dich überfahren hat? Mel hat mich nicht überfahren. Sonst sehe ich doch jetzt ganz anders aus. Naja, angefahren. Also fast. Er ist mir vors Auto gelaufen. Ja. Beim Krempen. Nachts. Aber nichts passiert. Oh doch. Mel ist mir passiert. Der hätte schlimmer kommen können, ne? Ja. Aber ich finde, wir ergänzen uns wunderbar, nicht? Ja. Aber Schatz, hast du mich eigentlich extra überfahren? Hm? Zuzutrauen wäre es eher. So, es wird gegessen, sonst wird alles kalt und das will keiner. Nee, das will keiner. Nein, das will wirklich keiner. Ja. Und, Ja, doch, es ist wirklich wahr. Ja, aber wie kommst du denn in dieses Kaff? Willst du es wirklich wissen? Ja. Scheint ja ein interessanter Typ zu sein, der Miguel. Ist dir gar nicht zugetraut. Vielleicht macht er ja auch irgendwann noch Nachwuchs. Na? Wollen wir tanzen? Gibt's irgendwelche Vorlieben? Schnell? Langsam? Ganz langsam? Weißt du, was ich hören will? Knut und ich wollen nächste Woche zum Dümmer fahren. Habt ihr Lust mitzukommen? Baden, picknicken. Ist schön da. Ja, klingt gut. Kennst du den Dümmer? Nö. Nee. Aber vielleicht haben wir ja Lust, ne? Nee, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Dann vielleicht ein andermal. Darf ich bitten?
Schau nicht so grimmig. Nicht vergessen, wir sind verliebt, hm? Glaubst du, ich sehe Miguel noch mal wieder? Jenny, schlaf jetzt. Sieht voll gut aus. Du hast Bernd. Das sieht auch gut aus. Aber mit Miguel kann ich reden. Hört mir zu. Reden kannst du auch mit mir. Ich finde Miguel komisch. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Er ist eben anders als Bernd. Wollte mich nicht mal küssen. Vielleicht ist er schwul. Er ist Portugiese. Vielleicht sind sie einfach langsamer. Darf man in Portugal überhaupt für die Heirat? Muss das endlich mal tun. Musst du nicht immer drüber reden. Und du, Miss Wunderbar? Ich war dafür den Richtigen. Dann wart mal. Hey. Ist alles okay? Bist du uns erschreckt? Du warst ohnmächtig. Das ist die Aufregung. Mir ist schlecht, ich will ins Bett. Oh. Knut, Miguel möchte gehen. Ich bringe ihn auch nach vorne. Kannst du ja mal wiederkommen. Klar, mach ich gern. Tschüss. Tschüss. Was meinst du? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich sollte Schauspieler werden. Hm? Für wie viel würdest du Vicky verführen? Pass mal auf, ich bin kein scheiß Stricher. Du kriegst auch nicht ganz richtig. Echt, ich verstehe dich nicht. Schau, Miguel. Adelo. Wir wollen zusammen nach Portugal, sagt Miguel. Mal sehen, wie sich alles so entwickelt. Also. Ein gutes Gefühl. Portugiesischen Dichter? Einen, der über die Liebe schreibt? Nein. Wie viel? 20. Heute Sonderpreis. Jon? Fernando Pessoa. Von dem kannst du noch einiges lernen. Miguel, was machen wir jetzt? Gehen wir noch etwas trinken? Vamos beber alguma coisa? Vamos beber qualquer coisa. Vielen Dank für den netten Abend. Muito obrigado pela agradável noite. Muito obrigado pela agradável noite. Was wünschen Sie? O que gostaria, por favor?
diesmal? Eine Stunde oder zwei? Du kriegst wieder zu deinem Bullen nach Berlin, stimmt's? Ach komm, Jenny, jetzt machen wir es uns erstmal schön. Hallo? Ach, du störst mich. Ja, wann? Ich hab Zeit. Okay. Wo muss ich klingeln? Gut. Adeo, Senior Etta, Blöbe. Tschüss, bis gleich. Ciao. Geht grad nicht. Bibi ist krank. Ihr könnt doch später kommen. Ja, das kannst du mir doch später erzählen. Nein. Nee, ihr geht's wirklich nicht so gut. Erzähl mir das doch später. Dir? Du siehst ganz anders aus im Hellen. Anders? Wie anders? Süßer. Hübscher. Hauch mich mal an. Egal. Ich höre zu Hause eigentlich nie Musik. Ich mag es auch gern still. Was steht in dem Brief? Geh schon! Nein, warte! Überraschung. Die Raumschiffszenen sind fertig. Hi, Jenny. Ich dachte, Baby ist krank. Ist sie auch. Los, zurück ins Bett. Hey, Jenny, was macht denn der Freak hier? Das ist der Typ von der Sputnik-Halle. Ach, der Denker vom Disco-Klo. Wieso ist der hier? Ich habe mein Papa nie in seinem Auto vergessen. Hier steht die Adresse. Du bist hier vorbeigefahren. Packert er meine Freundin an? Was ist denn los? Kann der Typ nicht reden?
Kollege, ist Rauchen verboten, ja? Ich hab dir eine tolle Szene geschrieben. Ich wollte gerade gehen. Tengo alegría y pena porque pienso que sueño y puedo estar en la realidad donde está que sueño. No sé lo que hay de hacer de mis sensas suyas. No sé qué cosa para acordar de nuevo. ¿Quién es más diferente de quién es? ¿Es la misma persona? Davon kriegst du Kopfschmerzen. Habe ich schon. Na, dann war deine Verabredung gar nicht sehr ergiebig, ja? Welche Verabredung? Na, ja, mir war so, als gäbe es Konkurrenz. Keine Sorge, du bist der Einzige. Na los. Bring ihn nach Hause. Ab. Guck mal da. Was? Ach nee. Eben so, jetzt so. Scheiße. Die Schwuchtel weiß, was er will. Kennen wir uns irgendwie, oder hab ich irgendwas verpasst, ne? Nee. Aber wir kennen uns. Krass, Alter. Schäm dich. Du solltest dich was schämen, ey. Das ist ein Spaß. Ey, der Typ. Von denen einfach seine Verabredung? Das geht dich gar nichts an. Ja, das geht mir nichts anderes, ja. Foto. Das ist dir aus der Tasche gefallen. Tut mir leid. Weißt du was? Check ich dir. Danke. Kommst du jetzt nach Hause? Ich lauf. Den Rest morgen geben. Lass mal. Was war umsonst? Ciao. Ciao. Hey. Hey. Du kannst doch hier übernachten, wenn du willst. Oder? Ein andermal vielleicht. Alles in Ordnung? Ja. Sag mal, nimmst du eigentlich die Pille? Ich will nicht, dass du es hinterher bereust. Das sagst du mir, ja? Peinlich, peinlich. Was soll Jenny von dir denken? Hi. Tut mir leid, dass gestern. Ist schon vergessen. Jenny,
Hast du heute Nachmittag schon was vor? Am Naturfreundehaus? Um 3? Bis dann. Hallo, Bibi. Weißt du, wo Jenny ist? Komm! Einschlag! Ich werde schnell los vor die Wohnstation! Du hast einen Handschuh, ich bin getroffen. Und jetzt nervig. Ich habe das Programm getragen. Cut! Du hast wieder den Nebel vergessen, Malle. Nochmal. Warum bist du nicht gekommen? Langsam gehst du mir echt auf die Nerven. Vitrine, verschwinde. Ich habe 2 Stunden auf dich gewartet. Ich dachte, das dauert nicht so lange. Was läuft hier eigentlich? Verpiss dich sofort. Ist ja auch egal. Mach einfach weiter hier. Willst du den einfach so gehen lassen? Du hast dich echt mit diesem schwulen Portugiesen verabredet? Kannst du noch mal? Miguel, ich. Bernd hat so einen Abgabetermin für einen komischen Wettbewerb. Ich habe versprochen, ihm zu helfen. Er hat gesagt, 2 Stunden. Okay, ich hätte besser wissen müssen. Ich habe nicht nachgedacht. Was für eine Party. Nee, ist alles für mich. Das macht man so, Mann. Liebeskummer, das habe ich in einem Film gesehen. Jenny, ich würde dann auch nicht für jemanden wie mich aufgeben. Aber ich? Ich will dich. Ach nee. Ist ja süß. Deswegen, alles klar. Miguel? Wer ist das? Miguel? Na, Miguel? Hm? Wer bin ich? Entschuldigung. Ist das auch ein Portugiese? Kanntest du den? Das war mein Bruder. Oh je. Dem geht's gerade nicht so gut. Nichts übersehen. Jenny? Du wolltest nur was zu trinken holen. Was denn jetzt? Komm, wir fahren irgendwo hin. Scheiße! Der Schlüssel ist weg! Schade. Geh nach unten. Hm.
So hin, wie als ich dich überfahren habe. Hm? Hallo? Jenny? Sag mal... Ist das dein Auto? Ja. Das ist Miguel. Mein Freund aus Faro. Meine Mutter. Na und? So, du kommst also aus Faro. Gehst du noch zur Schule? Nee, ich arbeite. Was arbeitest du denn? Mama. Ich bin eben neugierig. Weißt du eigentlich, wie spät das ist? Woher soll ich wissen, dass du heute zu Hause bist? Komm, werd nicht unverschämt, Tanja. Ich ruf dich an. Auf Wiedersehen. Ciao, Miguel. Deinen Wagen gar nicht gehört. Hab ihn Miguel geliehen. Das muss Liebe sein. Dein Auto ist ja doch heilig. Papa? Hm? Das ist mit Miguel... Ist er nicht nett zu dir? Ich bin verliebt. Ich weiß. Das erste Mal. Ich weiß. Ach, gar nichts weißt du. Hast du was gegessen, Papa? Schmeckt gut. Wirklich. Sehr gut. Ich habe das nicht gekocht. Trotzdem, schmeckt gut. Das ist Fabrikfraß, Papa. Gute Nacht, Papa. Thank you.
Wer ist denn von uns beiden eigentlich Miguel? Hm? Miguel ist besser als wir beide zusammen. Und was bringt's ihm? Nichts. Er existiert nicht. Es hat sich halt so ergeben. Es hat sich so ergeben. Miguel wird uns beiden noch Schwierigkeiten machen, wenn du nicht irgendwas unternimmst. Was soll ich denn sagen? Du, Jenny, Entschuldigung, ich bin gar kein Portugiese. Ich bin überhaupt gar kein Typ, oder was? Ja, da kann man noch dran arbeiten, aber im Prinzip... Ja. Hallo, Jenny. Wo bist du? Norddeich-Mole? Na, ich könnte dich da treffen. Ja, klar. Wann denn? Okay. Bis morgen. Adios. Miguel, hm? Ich hätte keiner gesehen. Ich bin verärgert wegen dir. Kommst du trotzdem mit mir zum Strand? 15 Minuten. Muito bem. Obrigado. Obrigada, du bist ein Mädchen. Bringst du mir Portugiesisch bei? Was willst du wissen? Was heißt Meer? Mar. Ich schwimme gern. Gosto de nadar. Ich gehe jetzt ins Mar. Ich fahre gern mit dir nach Portugal. Lass uns da hinfahren und nie wiederkommen. Und deine Mutter?
Die braucht mich nicht. Aber deine Schwester. Wie bist du, wenn ich weg bin? Und Bianca? Bianca. Sie will, dass alles bleibt, wie es ist. Das geht nicht. Das ist voll langweilig. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir nach Portugal fahren. Nur wenn du mich küsst. Zieh mal deine nassen Sachen aus. Wie spät ist das? Um gleich fünf. Scheiße. Mein Mutter dreht durch. Das ist ein Orgasmus. Das hat schon wie was. Was süß. Die krabbeln im ganzen Körper. Wie wenn eine Welle über dir zusammenschlägt. Das war voll toll. Ich muss mal mit Jenny reden. Allein. Ich will nur wissen, hast du mit Miguel geschlafen? Nein. Ich fahre, das ist mein Roller. Ich habe ihn repariert. Nein, meine seltsame Schwester. Meine Schwester ist nicht selbst. Dieser Typ ist mir unheimlich, Jenny.
Ich weiß nicht, aus was für einer Familie er kommt, was er arbeitet, wo er wohnt. Na und? Ist das wichtig? Ich will schlafen. Hallo, mein Wolf. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir eine Adresse rausfinden? Also die Autonummer ist STG65. Heute Morgen hat uns eine Frau besucht. Carla Schmidt. Der Miguel hat ihre 14-jährige Tochter belästigt. In deinem Auto. 14? Ich wusste, dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt. Der passt auch überhaupt nicht zu dir. So ein ekelhafter Schleimer. Ich will seine Adresse haben. Was? Nein. Ich spreche mit Miguel. Ah. Vielleicht gibt es irgendeine Erklärung für. Na klar. Hat sich wahrscheinlich alles eingebildet oder was? Weil sie mit dem Arschloch unterwegs ist. Jenny? Hallo? Das war das Schönste, was ich... Aber Jenny, es geht nicht mit uns. Nein, ich muss nach Portugal. Nein, nein, Jenny, es ist falsch. Ich bin falsch. Nein. Ich liebe dich nicht. Ich hab gesagt, er liebt mich nicht. Sei doch froh, dass du ihn los bist. Miguel hat mit dir Schluss gemacht. Ist alles okay? Nein, nichts ist okay. Ist das wegen diesem Portugiesen, dem Kinderschänder? Was fummeln Sie denn hier an der Maschine rum? Tut mir leid, mir geht's wirklich so gut. Es tut mir auch leid, aber Ihnen geht's nie gut. Miguel? Hallo? Hier gibt's keinen Miguel. Miguel? Jenny? Keine Ahnung, was hier läuft. Aber wenn Sie nicht sofort zurück an Ihren Arbeitsplatz gehen, dann brauchen Sie gar nicht erst wiederkommen. Ich kündige. Und jetzt lassen Sie meine Freundin in Ruhe. Komm. Warum sagst du, du liebst mich nicht? Das tut weh.
Ich weiß, tut mir leid. Stört mich nicht, dass du in der Fabrik arbeitest. Bin ich dir zu jung? Michael! Es war so schön mit dir am Strand. Jenny, ich bin nicht der, du denkst, dass ich bin. Ist mir egal, was du angestellt hast. Ich will es nicht wissen. Jenny, dein Miguel ist leider kein richtiger Miguel. Keine Ahnung, es gibt kein Miguel. Ich bin nicht Miguel. Ich liebe dich. Ich bin anders. Ich bin auch anders. Jenny? Lass mich rein, ich bin's. Was machst du denn da drin? Was hast du denn erwartet, hä? Dass sie laut Juhu schreit? Fabrik, Tasche für sie. Sag schon, was ist passiert? Ich schwöre, dass du niemandem was erzählst. Miguel. Das ist kein Portugieser. Was da in Spanien? Er ist überhaupt kein Junge. Er ist ein Mädchen. Hat er das gesagt? Hast du es gesehen? Ich fasse es nicht. Bin ich erst lesbisch? Nein, du hast doch nicht gewusst, dass er... Also, dass sie... Ich will schon. Was hast du dir gedacht, Miguel? Was ist los? Papa, du kommst hierher, du wagst es, hier aufzutauchen. Ich bin Miguel. Wie? Jenny denkt, dass ich ein Portugiese bin. Miguel. Sie dachte es bis heute. Und der?
ist ein Arbeitskollege aus der Fabrik. Ich habe dafür bezahlt, dass er meinen Freund spielt. Warum? Wo ist er denn jetzt hin? Hm? Wer? Ja, Miguel. Papa, es gibt keinen Miguel. Was willst du? Hast du mich verarscht? Mir noch mehr Lügen zu erzählen? Okay, um 3. Am Naturfreundehaus. Was ist? Du solltest Bianca lieber nichts mehr erzählen. Was hat sie dir erzählt? Mir nichts, aber ich weiß es trotzdem. Ich höre nicht mehr deinen Namen. Mel. Und Melanie. Bist du wirklich 18? 22. Sei sicher? Sicher. Hast du gesagt, du bist aus Portugal? Das wirst du. Du hast gefragt, ob ich Portugiese bin. Du hättest Nein sagen können. Du wolltest, dass ich Portugiese bin. Und mir hat das gefallen. Du bist der schönste Mensch, der mir je begegnet ist. Ich habe mich in einen Jungen verliebt. Was macht ihr hier? Wir haben uns Sorgen gemacht. Du hast geschworen. Ich konnte nicht, ich bin deine Freundin. Bösen lecker. Was soll das werden? Du bist zu weit gegangen. Du wolltest dich verarschen. Alter, wer verarscht dir wen, ha? Pass lieber auf deinen Freund auf. Ich glaube, der falsche Portugiese will aufs Maul. Dein Malte ist schlimmer als ich. Der fickt Bianca aus Langeweile. Halt die Fresse, ja? Ich mach das. Ich liebe Jenny. Bleib stehen! Lass ihn in Ruhe! Sie, es ist NSI und das hat sie jetzt. Meine Poste! Wer hat hier eigentlich jetzt hingeschissen?
Es tut mir leid. Ich muss nach Hause. Und du? Was wird jetzt? Ich fahre nach Portugal. Nach Faro. Schreibst du mir? Mich vermissen. Melanie. Mach's gut, Papa. Stars shining in the blackness, you feel still.